Ja, das eigentlich ist eine bestimmte wichtige Station in meinem Leben, weil ich habe den Sechstagekrieg erlebt als einen schrecklichen Krieg, was nicht stimmt, dass wir wurden angegriffen, sondern unsere Regierung hat entschieden, um auszuweiten die Grenzen Israels, einen Krieg zu führen und das ganze Sinai-Halbinsel zu erobern und den Westbank zu erobern. Und ich war beteiligt an diesem Krieg als Baggerführer oder als ich habe solche Schutzgräber gebaut in den Baggern. Aber ich habe schreckliche Sachen dort erlebt. Und nachdem der Krieg sehr schnell zu Ende gekommen ist, bin ich beauftragt gewesen, aufzupassen an der Ausgangssperre. Das war die unangenehmste Aufgabe. Und da war es irgendwie so eine Möglichkeit, dass ich zeige, in der palästinensischen Kinder nicht ein Feindbild, sondern ein freundliches Bild. Ja. Die sind sehr, sehr erschrocken gewesen. Die durften nur eine Stunde am Tag einkaufen gehen, die Einwohner von Ramallah. Und ich habe mich zugerufen und von meinen Notprovianten geschenkt und ein nettes Gespräch gehabt mit dem Vater. Übrigens, eine tragische Geschichte ist, er sagt mir, ich bin von Fallujah. Wie geht es Fallujah? Ich wusste, dass in Fallujah ist kein einziger Spur geblieben. Fallujah ist Bodenbau. Aber ich hatte es nicht aufgebracht in die Wahrheit. Ich sagte, ja, es ist in Ordnung, Fallujah steht. Das war eine Lüge, um nicht ihm wie sagt man, ihm traurig zu machen. So eine schreckliche Nachricht, dass er ist in dieser Stadt geboren, er hat gehofft, wahrscheinlich in diese Stadt zurückzukommen. Aber die Stadt gibt es nicht mehr. Ja, alles andere ist erzählt worden. Und das Einzige, was nicht stimmt in dieser Geschichte, dass ich habe sofort gespielt Shalom Chaverim, weil ich habe überhaupt nicht spielen können. Aber die Mundharmonika hat mir so diese Geste von den Kindern, ja, die haben mir Nelken geschenkt, hat mich sofort erinnert an diesen Spruch, was wiederholt bei unseren Weisen ist, ein Held ist nicht jemand, der seinen Feind umbringt, sondern ein Held ist jemand, der sich ohne Unterlass bemüht, den Feind zum Freund zu machen. Ja, und seit damals ist die Mundharmonika, ich habe schon mehrere Mundharmonikas. Diese Mundharmonika ist eigentlich, habe ich zu Hause gelassen, weil es ist eine große, habe ich nicht gewusst. Also. Aber ich glaube, wie sagt man, wenn ich mich freue über einen Titel, ist der in einer Zeitung, wurde geschrieben über den Widerständler mit der Mundharmonika. Weil mein ganzes Leben bin ich ein Widerständler gegen Gewalt, gegen Vorurteile, gegen Benachteiligung, gegen Vertreibung, gegen Rassismus, alles, was wir wissen, eigentlich, was in dieser blutigen Welt gibt. Und die bestimmen sehr viel von der Wirklichkeit, in welcher wir leben.